Audio-Test, 1, 2, 3, Audio-Test. Ah, schaut gut aus, wie der Nähe auf unseren Companions Rüstung herumfliegt. Oder Char? Oder Char? Jo. Ah, und wir sind zurück auf Vold. Schöner Himmel, Vold. Koras Nebenmission zu machen. Wir müssen wahrscheinlich zuerst sechs verschiedene Locations abfahren, damit wir da weiterkommen. Aber sie sollte irgendwo sein. Was? Nur eine Location? Glaube ich nicht. Ihr lügt's doch. Lügt mich nicht an! Verdammt! Wahrscheinlich müssen wir wirklich drei weitere Locations danach noch finden. Auch noch in den richtigen Allround-Antrieb Nein, die geschwitzt. Eleion sind ältere Geschwister. Jüngere Geschwister sind Oleon. Und wie nennen Sie Kinder, die keine Familie haben? Scholeon. Adoptierte Geschwister. Scholeon. Ich glaube, das ist Cat-Tech. Halten Sie die Augen offen. In dem Lager dort vorne halten sich Cat-Lebensformen auf, Pathfinder. Ja, ist schön für die Cat. Lass sie doch in Frieden mal leben. Sind doch auch nur Angare, habe ich gehört. Auch nur Angare, die Cat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass im Handbuch der Initiative nichts davon steht, dass immer nur der Pathfinder fahren darf. Dazu hast du nichts zu sagen, Mr. Pathfinder? Ich lasse dich schon gern fahren. Ich dachte, es wäre die Perifona. Eis- oder Mineralvorkommen können zu falsch positiven Ergebnissen führen. Das tatsächliche Signal muss allerdings relativ nah sein. Was sage ich? Was sage ich? Sie lassen mich zuerst fünf verschiedene Locations abfahren. Haben wir CU auch dabei? Nein. Verdammt, ich brauche Kupfer. Ich komme nicht weiter bei meinen Rüstungen. Ich könnte mir andere erstellen. Sieht schon vielleicht auch cool aus. Warte, was? Oh, ich Schweine. Wusste ich doch, dass ihr mir das antut. Ah, das größte Mangel, das ich in Mass Effect Andromeda sehe. Das größte Problem, das ich habe mit dem Spiel. Das nimmt mir den Open World Spaß weg. Wenn sie mich an jeder Location ranfahren lassen. Vielleicht einen dieser angaranischen Strahler besorgen? Ich habe den Eindruck, die Heizung des Nomad bringt überhaupt nichts. Ich glaube, das war's. Alter, der Pathfinder ignoriert einfach Korra. Falls er Blitze oder Döner werdet nie nicht hören, aber falls er Blitze und Donner hört. Ja, hinter mir geht's ein bisschen ab anscheinend. Er kommt in der Nacht etwas. Ich würde gern unsere Kampfstrategien abstimmen, Joel. Welche Taktiken setzen Sie ein? Ich schalte den Gegner aus, bevor er mich sieht. Brauche ich noch mehr? Nein, das genügt vollkommen. Naja, er redet nur groß. Ist es wieder ein Mineralvorkommen? Ich und viele andere haben nie eine Welt ohne die Cat kennengelernt. Der Widerstand kämpft, damit unsere Kinder vielleicht eines Tages frei sind. Ein falsches Signal. Das können wir abhaken. Oh, anscheinend gehen wir kleine Mineralvorkommen uns annehmen. Annehmen? Ja, uns annehmen. Das ist korrektes Deutsch. Ich bin mir fast sicher. Ich wollte auf Gönnen wechseln, aber... Das ganze Drecksmineral bekommen wir. Ich will aber kein Mineralwasser. Doch, wir geben jetzt Mineralwasser. Mm. Ja, verdammt, oder das? Können wir ein bisschen Himmel anschauen? Yay! Eine Landekapsel? Nein. Na, verdammt, Gelse, hör auf mich zu nerven. Eine andere Nebenmission. Ah, ich sehe schon mein Gelsen, Anti-Gelsen-Zeug im Raum. Hilft trotzdem nichts.
sind auch weit verteilt. Das nervt mich noch mehr an dem Spiel. Nein, sie macht es nicht direkt nebeneinander. Nein, es ist direkt über die ganze Map verteilt, jede Mission. Oh, blitzt wieder. Kommt der Donner auch. Und diesmal auch Mineralien. Noch ein falsches Signal. Aber wir kommen unserem Ziel näher. Da bin ich mir sicher. Tun wir das. Sind mich doch nicht, oder? Noch ein falsches Signal. Aber wir kommen unserem Ziel näher. Das hast da du bin ich gesagt, mir sicher. Kleiner. Das nenne ich dich auch schon kleiner wie Drax. Was tue ich? Falsche Waffe. Wieder nehmen. Mein Sturmangriff schon so gut abgegradet, dass er wirklich sowieso keine Offload-Zeit mehr haben sollte. Ach, ich weiß es nicht. Riskier es ein bisschen. Ja. Okay. Lassen wir ihn leben. Noch ein falsches Signal. Aber wir kommen unserem Ziel näher. Da bin ich mir sicher. Auf mich zu nerven, Ryder. You're taunting me. Stop it. Da liegt ein Job draußen rum. Lassen wir doch leben. Das soll in unseren Geschichten erzählen, wie wir sein ganzes Trupp zerstört haben. Zu fallen, offen zu agieren. Das müssen wir. Wir sind hier, um diese Galaxie zu erkunden. Oh, ich verstehe. Es ist einfach nur ungewohnt, nachdem wir im Kampf gegen die Cat all die Jahre versucht haben, möglichst unauffällig vorzugehen. Aber eines Tages werden wir sie finden. Das ist der Ursprung des Signals der Periphona. Oh mein Gott. Und es sind Cat vor Ort. Schalten wir sie aus. Komm an. Lass sie landen. Und da. Bye. Na, ja, der fliegt nicht weit. Ob da ist er weit geflogen, ich hab's genau gesehen. Alles klar, das war's. Scannen. Wird gemacht. Kein Zweifel, das ist die Periphona. Oder zumindest das, was von ihr übrig ist. Definitiv Cat-Beschuss. Das hier war nicht einfach nur ein Absturz. Die Cat haben das Schiff pulverisiert. Es gibt keine Überlebenden. Ohne die Crew haben wir unsere beste Spur zur Arche der Asari verloren. Aber das hier ergibt keinen Sinn. Wenn sie Asari für den Aufstieg wollen, warum nehmen sie die Crew dann nicht gefangen? Vielleicht haben sie ja einfach ein wehrloses Ziel gesehen und konnten nicht widerstehen. Ryder! Cora, da ist etwas! Ein Flugschreiber! Er hat einiges abbekommen, aber vielleicht können wir ihn ja... Letzte Aufzeichnung. Wenn die Arche das hier je finden sollte. Wir haben versagt. Wir konnten sie nicht abziehen. Die Datenkopie ist verloren. Die Dezimierung ist zu gerissen. Vergeben Sie uns. Wir haben versagt. Die Dezimierung? Vielleicht sind das ja diese Elitejäger der Cat, von denen Hidaria gesprochen hat. Können wir diese Info oder den Flugschreiber nutzen, um die Arche zu finden? Wenn die Navigationsdaten noch intakt sind, könnten wir die Flugroute der Periphona zurückverfolgen. Ich kann Ihnen dabei behilflich sein. Ich sehe mir das an, wenn wir zurück sind. Noch ist hier einiges zu tun. Natürlich. Sonst noch was hier? Wie gute Loot? Kälte. Kälte ist hier.
Was willst du, dass ich scanne? Dieses Ding? Riders Card. Wir können zurück zur Aya. Was wieder? Dieses Ding wieder. Okay. Warten ist der nächste Schritt. Oh, ja, es geht Chat ab draußen. Schöne Blitze. Okay. Du. Wo führst du mich hin? Warte, muss ich zuerst, damit ich raus teleportieren kann. Und wo ist mein Schiff noch schnell hier? Auf die Was Nomity. Ich meine Was Tempest. Kuro Was Tempest. Ach, verdammt. Planeten in Helios sehen für mich immer noch fremdartig aus. Für mich ist es merkwürdig, Menschen auf ihnen zu sehen. Okay, pack ein. Ah. Was vergessen, es gibt ja Oi. Oi, weg mit dir. Nomad. Gibt ja gar keine. Wie heißen die? Burians. Urana? Verdammt, wie spricht man das wieder in Deutsch aus? Burians gibt's keine. Es gibt sowieso wenig normale Milchstraßen-Spezies. Joel wollte mit ihnen reden. Void Orbit ist stabil. Anomalie auf den Sensoren. Wo will Trax, dass ich hingehe? Eier. Wirklich Eier? Wir reden mit Gerald später. Wenn wir wirklich auf Eier dann sind, gibt es ja genug zu bereden. Verdammt! Augen zu, alle. Die Geißel an dem Schiff zieht. Wenigstens bleibt dadurch Aya verborgen. Aya, okay. Ich empfange etwas. Was ist es? Hier nichts. Der Planet schaut interessant aus. Wenn es eine Rundmission ist, dann werde ich die überspringen. Aber schauen wir mal her. Nichts. Okay. Doch interessant aus der Planet. Überhaupt hier. Anomalie auf den Sensoren. Ja. Schicke Sonde aus. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Das ist CU, wenn dann. Beryllium, okay. Das dauert zu lange. Das dauert zu lange. Das ist nicht die schöne Seite des Planetens. Hier ist die schöne Seite. Okay, es wird viel gesprochen. Ich hoffe, ihr habt die Action genossen, denn jetzt wird nur noch gesprochen. Mögen die Sterne uns leiten. Mögen die Sterne uns leiten. Mögen die Sterne uns leiten. Beeindruckender Auftritt. Sie ist die Moschei. Willkommen zu Hause. Ich dachte nicht, dass ich es je wiedersehe. Mag den Handshake. Ohne den Widerstand und den Pathfinder wäre ich jetzt nicht hier. Ich mag den Handshake, der hat was Cooles. Wir waren ein gutes Team. Wir konnten noch weitere Angara befreien und eine Cat-Anführerin töten. Wir haben vieles zu feiern. Ich werde den Pathfinder zu Ayas Gewölbe bringen. Je eher ich dorthin komme, desto schneller kann ich Eos bewohnbar machen. Dann erledigen Sie es. Ich werde das Gewölbe auf Ihre Ankunft vorbereiten. Ein Shuttle bringt Sie zu mir, wenn es soweit ist. Danke, Moschei. Wir kämpfen schon zu lange allein gegen die Kett. Sie haben bewiesen, dass das nicht so sein muss.
Es ist an der Zeit, über ein Bündnis zwischen unseren Völkern zu sprechen. Sie sollten den Anführer Ihres Widerstands fragen, was er davon hält. Wenn mir nicht gefällt, wohin das Gespräch sich entwickelt, werde ich es beenden. Also gut. Wir gestatten der Initiative eine Botschaft hier auf Aya. Und wir schaffen Platz für Sie auf der Nexus. Unsere Stadt steht Ihnen offen. Gut gemacht, Jarl. Jetzt warten neue Aufgaben. Ich muss beim Pathfinder bleiben. Jarl ist ein geschätztes Mitglied meiner Crew. Das wundert mich nicht. Ich sehe die Vorteile. Erlaubnis erteilt. Ich muss einen Bericht einreichen. Verlassen Sie Aya nicht ohne mich. Natürlich nicht, Bro. Habe ich keine Crew? Ach, ist egal. Das ist das Shuttle, das mich woanders hinführt. Jetzt wird mal viel geredet. Er winkt mich her. Ah, er sauft nur. Okay, mit dem reden wir dann nicht. Sein Controller, verdammt. Ein Playthrough ohne Alkoholeinfluss, verdammt. Ich schaffe das nicht mal auszusprechen. Ja, irgendwie was Wichtiges zu sagen. Ja, du. Handel? Handel. 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 Ist das eine Frage oder eine Aufforderung? Eine Überlegung. Tauschen Sie Waren und Dienstleistungen? Wie funktioniert Ihr Wirtschaftssystem? Wir bezahlen mit einer Währung, die wir Credits nennen. Sie sind ein abstrakter Gegenwert für die erhaltenen Waren. Die Cat haben uns Geschenke angeboten und merkwürdige Tauschgeschäfte gemacht. Sie haben nie gehandelt. Was sind Ihre Credits wert? Was können wir mit Ihnen anfangen? Sie können damit alles bezahlen, was wir verkaufen. Ah, jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Was bieten Sie denn an? Ich weiß nicht. Was wollen Sie denn? Ihr Schiff. Das steht nicht zum Verkauf. Ein Versuch war es wert. Natürlich. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Ja, mein Name ist Zoka. Ich transportiere Fracht zwischen Aya und anderen Welten. Das ist eine gute Arbeit und ich bin gut darin. Sie sind hier, um meinem Volk zu helfen? Beweisen Sie es. Ich brauche Hilfe. Einer meiner Lieferanten auf einem anderen Planeten meldet sich nicht mehr. Er hat einige Dinge, die ich brauche. Es gibt möglicherweise Probleme. Lass mich raten, ich muss 5 verschiedene Stellen auf Ios absuchen und... Die 6. Stelle ist es dann. Wieso denken Sie, ich könnte Ihnen helfen? Sie haben Aya gefunden. Vielleicht finden Sie auch meinen Lieferanten. Es kann jedenfalls nicht schaden zu fragen. Sie sind einer der wenigen hier, die bereit sind, mir eine Chance zu geben. Ich werde Sie ergreifen. Sie haben ein Schiff. Ich habe den Navpunkt meines Lieferanten. Sein Name ist Keldo. Finden Sie ihn und seine Vorräte. Kommen Sie wieder zurück und beweisen Sie dadurch, dass Sie wirklich helfen wollen. Dann handeln wir vielleicht. Wenn ich ihn zufällig finde, mache ich das. Wenn ich auf der Karte schon mal 5 oder 6 verschiedene Punkte sehe, ignoriere ich das. Nein, das geht einfach nicht mehr. Das ist zu viel Drecksarbeit. Sonst noch jemand? Okay. Mikum vorher hat mich nach Eos geschickt. Ich meine nach Aya. Da kann ich rein. Hopp, wieder ein Blitz. Forschungszentrum. Ah, okay. Interessant. Sehr ruhig hier. Das ist schon jeder. Nichts? Wirklich? Dann lese ich mal deinen Bericht. Und deinen Bericht. Oh, ich stehle was. Warum nicht? Das ist doch ein Geschenk zwischen Kulturen, oder? Kulturaustausch. Oh, ich hab den ab. Verdammt, die Abkürzung genommen.
viel zu lesen. Das kann ich doch gar nicht. Ich kann nicht mal sprechen. Hey, warum rennst du mit mir am Miet? Ich beweise es jedes Mal. In Deutsch oder Englisch. So schlecht bin ich in Sprechen, dass ich nicht mal mehr weiß, was die schwierigere Sprache für mich ist. Deutsch oder Englisch. Oh, Aussicht. Oh, yes. Ja, komm schon. Wen haben wir hier noch? Das ist mein erster Besuch auf Aya. Es ist schöner, als ich es mir je vorgestellt habe. Und es ist ruhig. Vielleicht schaffe ich es, Hintergrundmusik wieder einzuführen. Für manche Teile, die ich zufällig erwische. Wie diese hier. Verdammt, ist das Spiel ruhig. Ich sollte mir einfach irgendeine Mass Effect Musik runterladen und dann drüber spielen. Haben Sie etwas zu feiern? Wie wär's mit frischem Obst? Sie haben sie also durch die Tore gelassen. Ja, also, darf ich hier einkaufen oder soll ich lieber irgendwo anders hingehen? Nun, Sie haben die Moschei gerettet. Sehen Sie sich um. Vielleicht finden Sie ja etwas, das Sie brauchen. Na, danke. Sind das die einzigen Sachen, die da... Oh, Titan, wo ist CU? Ja, CU, Baby. Verdammt. Wer hat den Titan? Sag bloß, der hat wirklich kein CU. Hey, Kupfer 100, her damit. Wir nehmen alles. Ich weiß gar nicht, was ich noch habe. Ich glaube, ich habe schon alles verkauft und habe nicht wirklich viel Neues bekommen. Ja, passt schon. Gibt es noch andere Händler hier, die was haben für mich wahrscheinlich. Hey, Duan. Ich war vor Ort, als Sie gelandet sind. Und ich habe gesehen, wie Sie durch die Stadt eskortiert wurden. Alles, was Ihr Herz begehrt. Ich kann gut verstehen, dass alle nervös waren, aber ich hatte nicht vor, jemanden zu beunruhigen. Wir haben Schlimmeres durchgemacht als die Ankunft eines einzelnen Menschen. Ich habe noch nie solche Früchte gesehen. Was ist das? Paripos. Sie sind süß mit einer leichten Schärfe. Manchmal, wenn ich Glück habe, habe ich auch ein paar Kiloa oder Elmok im Angebot. Ist Obst hier eine Seltenheit? In dieser Form ja. Und es ist sehr teuer. Wenn jemand eine Paripo bei mir kauft, heißt das, er hat etwas zu feiern. Das ist ein Luxus, der von Freunden und Familie geteilt wird. Ich mache mich mal wieder auf den Weg. Hast du auch eine Kaki? Oder sowas? Bevor Sie mit jemandem handeln, sollten wir uns kurz unterhalten, wie ich sehe. Ihre Credits sind ebenso gut wie die von jedem anderen. Solange Sie keinen Ärger machen, habe ich auch kein Problem mit Ihnen. Irgendwie hat mich gerade... Verwarnt. Ich werde ein Musterbeispiel für keinen Ärger sein. Na schön. Was auch immer das heißen mag. Irgendwie hat mich gerade verwarnt, dass ich aufpassen sollte. Nein. Nur Dreck. Irgendwas Interessantes. No. Wow, wieder fetter Blitz. Ja, oh. Mit dir muss ich reden, bevor ich handeln will. Ich hätte nie gedacht, dass ich die Moschei jemals wiedersehen würde. Und noch viel weniger, dass wir es Ihnen zu verdanken haben. Willkommen auf dem Markt. Ich bin Arbiter Renarf. Meine Aufgabe ist es, den korrekten Umgang zwischen Händlern und Kunden sicherzustellen und etwaige Streitigkeiten zu klären. Als erster Fremder, der unsere Stadt je betreten hat, können Sie unsere Gesetze nicht kennen. Das sollten wir ändern. Ich will hier keine Schwierigkeiten machen. Wie kann ich mich über Ihre Gesetze informieren? Ich schicke Ihnen eine vollständige Übersicht. Machen Sie sich mit den Inhalten vertraut. Persönliches Verantwortungsbewusstsein ist einer der Grundpfeiler unserer Gesellschaft. Und wir erwarten es von jedem. Verstanden. Bitte suchen Sie auch meine Kollegen im Büro der Gouverneurin und im Hauptquartier des Widerstands auf. Von ihnen erfahren Sie mehr über unsere Kultur sowie darüber, was es bedeutet, sich frei unter uns zu bewegen. Es ist wichtig, dass Sie das verstehen.
Es wäre schließlich höchst bedauerlich, wenn sie unwissentlich gegen unsere Gesetze verstoßen würden. Ach, ich bin Mensch. Das ist doch egal. Ah, Vetra. Wir verstoßen sowieso gegen die Gesetze dauernd. Wissend und unwissend. Alles okay? Wer hätte gedacht, dass die Rettung eines geachteten Mitglieds der Angaranischen Gesellschaft so viele Türen öffnet? Jeder. Ich habe mit einigen ihrer Händler gesprochen, um rauszufinden, ob wir ins Geschäft kommen können. Ich weiß, Sie wollen einen Vorteil herausschlagen, aber zuerst brauchen wir Ihr Vertrauen. Investieren Sie in Ihre persönliche Sicherheit. Behandeln Sie nicht zu hart. Schützen Sie sich selbst. Jo. Neue Kunden sind uns immer willkommen. Sehen Sie sich ruhig um. Ich bin mir sicher, Sie finden etwas, das Ihnen zusagt. Unbearbeitete Materialien. Erschaffen Sie daraus, was auch immer Sie möchten. Es kann nicht schaden, sich vernünftig vorzubereiten. Vielleicht haben Sie ja wirklich etwas, das ich brauchen kann. Und wenn nicht heute, dann bestimmt morgen. Oh, Rebellenpanzerung. Ich habe die Credits. Einfach mal kaufen. Aber egal, vielleicht probiere ich es aus, warum nicht. Außer den Helm. Was wollte ich sagen? Keine Ahnung. Ich verkaufe nicht an Aliens. Oh. Nein. Wow, das hat mich geschreckt. Irgendwas wollte ich sagen. Vergessen. Nee. Da wird doch noch irgendwer Interessantes sein von uns, oder? Bora oder Baby. Verdammt ruhig. Das stört mich am meisten. So, Mission. Pathfinder? Wie Sie sich sicher vorstellen können, hat Ihre Ankunft hier die Bewohner Ayas beunruhigt. Ich dachte, ich hätte bewiesen, dass Sie von mir nichts zu befürchten haben. Sie sind nur eine Person. Sie wollen, dass die Nexus unsere Bedenken hört. Wir haben in der Stadt Terminals aufgestellt, an denen die Einwohner Nachrichten an die Nexus hinterlassen können. Ich wüsste es sehr zu schätzen, wenn Sie sich die Zeit nehmen und diese Botschaften an Ihre Leute weiterleiten würden. Was hast du mir zu geben? Arbiter Renav hat sie bereits angekündigt. Ich habe ein Datenpad vorbereitet, das unsere Gesetze ausführlich beschreibt. Machen Sie sich mit ihnen vertraut. Nichts. Seite 1 von 5000. Okay. Hab mir ganz genau durchgelesen, natürlich, was sonst. Wer bist du? Die Statthalterin? Die Moschei wird beim Gewölbe auf Sie warten. Danke. Aber da ich schon mal hier bin, können wir uns vielleicht unterhalten. Natürlich. Das bin ich Ihnen schuldig. Wissen Sie, als ich Sie damals durch unsere Stadt geführt habe, war ich mir nicht sicher, ob ich das Richtige tue. Aber Sie haben mir bewiesen, dass meine Zweifel unberechtigt waren. Nein, mehr als das. Sie hätten die Gefangenen nicht vor dem Aufstieg retten müssen. Ich frage mich, ob Ihnen überhaupt bewusst ist, wie viel uns das bedeutet. Wir alle werden erst dann wirklich sicher sein, wenn wir die Cat endgültig besiegt haben. Das ist wahr. Aber ich habe gelernt, auch die kleinen Siege zu genießen. Was kann ich für Sie tun? Ich hatte gehofft, Sie könnten mir vielleicht helfen, mich mit Ephra gutzustellen. Ich wünschte, ich wüsste, wie das geht. Das würde mir meine Arbeit deutlich erleichtern. Manchmal scheint es, als würden Sie überhaupt nicht miteinander auskommen. Und dann wiederum... Er ist ein brillanter Taktiker und inspirierender Anführer. Wir sind uns nur einfach nicht einig darüber, was für unser Volk das Beste ist. Ihr denkt, Geheimhaltung und Isolation würden uns schützen. Und was denken Sie? Dass wir die Kett nicht allein besiegen können. Ebenso wenig wie Ihre Initiative. Ihr Volk verehrt die Moschei.
Was hat sie getan, um sich diese Bewunderung zu verdienen? Nach dem Auftauchen der Geißel lag unsere Zivilisation in Trümmern. Diejenigen, die den Wiederaufbau leiteten, waren Denker, Experten und Erfinder. Die Moschei ist die brillanteste Wissenschaftlerin unserer Generation. Sie hat uns in ein neues Zeitalter technologischer Innovationen geführt. Und als die Kette angriffen, hat sie ihre Technologie studiert und ihre Taktiken ergründet. Ihr Volk hat sein Überleben ihr zu verdanken. Wir haben ihr alles zu verdanken. Und wir werden auch alles tun, um sie zu beschützen. Ich habe einige Fragen über ihre Kultur. Ich werde sie Ihnen gerne beantworten. Aya scheint für die Angara eine besondere Bedeutung zu haben. Aya ist ein Paradies. Diese Welt ist ein Geschenk. Wir haben die Vessal eingeführt, damit irgendwann jeder diesen Ort erleben kann. Wenn auch nur für kurze Zeit. Die Vessal? Die Zeit der Veränderung. Ayas Ressourcen sind zu begrenzt, als dass unser gesamtes Volk hier leben könnte. Deshalb erhält jeder von uns das Privileg, einige Jahre auf Aya verbringen zu dürfen. Und wenn unsere Zeit um ist, machen wir Platz für jemand anderen. Dieser Kreislauf wiederholt sich unser ganzes Leben lang. Werden Sie auch irgendwann gehen müssen? Ja, irgendwann schon. Aber im Moment werde ich auf Aya gebraucht. Mir ist aufgefallen, dass Sie, Ephra und Jarl alle auf unterschiedliche Weise sprechen. Als die Geißel erstmals zuschlug, gab es viele angaranische Welten. Sie waren jahrhundertelang voneinander abgeschnitten. Aus diesem Grunde haben sich unsere Kulturen und unsere Sprache unterschiedlich entwickelt. Ephra wurde auf Volt geboren, Jarl auf Haval. Und Sie? Meine Heimatwelt wurde von den Kett zerstört. Die Überlebenden waren gezwungen, von dort zu fliehen. Letzten Endes fanden wir dann auf Aya Zuflucht. Meine Familie hat mitgeholfen, diese Welt zu besiedeln. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, aber das hier ist doch nicht Ihre einzige Stadt, oder? Natürlich nicht. Es gibt sowohl auf Volt als auch auf Haval mehrere große Bevölkerungszentren. Und hier auf Aya gibt es ebenfalls zahlreiche weitere Ansiedlungen wie diese. Stehen diese Orte Besuchern offen? Irgendwann vielleicht. Danke für Ihre Zeit. Ishare, Pathfinder. Ja, die auch. Puh, Konsole. Ratssitzung, okay. Ja. Viel zum Reden gibt's hier. Mich schon mental drauf vorbereitet. Das sollte der Weg zurück sein. Ist hier jemand Interessantes noch? Nein. Nur Ruhe und Stille. Kann man auch genießen eigentlich. Da kann ich nicht raus. Da war ich gerade drinnen und da bin ich auch gekommen eigentlich. Kann ich da die Abkürzung nehmen? Nein. Ich kann auch nicht rollen oder hupfen. Sie haben mir das einzige genommen, was ich mag. Die Superjump-Fähigkeit. Oh. Ja. Okay. Warum sollte ich nicht unbeachtet verschicken? Wen haben wir hier? Verdammt, eine Bar. Auf deine Geburt, oh. Wen haben wir hier? Niemanden? Hm, oh. Oh, okay. Ich glaube, ich habe es überlebt. Hey, da ist meine Crew. Willkommen im Tavitan. Möchten Sie etwas trinken? Oder haben Sie vielleicht Hunger? In diesem Fall könnte ich Ihnen Nährstoffbrei anbieten. Er ist nicht so aufregend wie frisches Obst, aber er wird Ihnen schmecken. Dieser Nährstoffbrei, woraus genau besteht das Zeug? Kurz gesagt, aus allem.
Nahezu sämtliche Lebensmittel, die wir anbauen, werden direkt dazu verarbeitet. Wir können mit einer einzigen Ernte einen gesamten Planeten ernähren. Und sogar noch einen Teil auf andere Welten schicken. Ja, sowas wie ein Proteinshake mit haufenweise Vitaminen. Wie schaffen Sie es, Ihre Lebensmittel derart effizient zu verarbeiten? Es ist kompliziert und schwer zu erklären, ohne dabei zu sehr ins Detail zu gehen. Aber ich schicke gerne etwas davon auf Ihr Schiff, zusammen mit meinen Aufzeichnungen über das Verfahren. Sie würden der Nexus damit einen großen Gefallen tun. Betrachten Sie es als erledigt. Was bedeutet Tavetan? Mein Translator konnte das Wort nicht übersetzen. Das hängt vom Kontext ab. In Bezug auf eine Person bedeutet es alter Freund. Geht es um einen Ort wie diesen hier, heißt es eher so viel wie ein Ort, an dem man zu Hause ist. Was ist, wenn man sich im Tavetan mit seinem Tavetan treffen möchte? Das würde man dann schon verstehen. Ich bin mir sicher, Ihre Sprache hat auch so ihre Tücken. Allerdings. Aber davon will ich gar nicht erst anfangen. Yep. Das wäre vorerst alles. Kommen Sie gerne jederzeit wieder vorbei. Da ist die Crew. Es gibt Jungs. Nach der Cat-Einrichtung hat sich die Einstellung uns gegenüber deutlich verändert. Die eine Hälfte der Angara ist dankbar, die andere noch misstrauischer als vorher. Wir sollten versuchen, es nicht noch schlimmer zu machen. Machen Sie sich um mich keine Sorgen. Die sind aus irgendeinem Grund alle damit beschäftigt, Cora anzustarren. Oh, okay. Warum nicht? Und du, Track, was ist im Hintergrund? Die Moschei hat uns hier viele Türen geöffnet. Trotzdem bleiben die meisten Angara auf Distanz. Stellen Sie sich mal vor, Sie sehen zum ersten Mal einen Kroganer. Und wenn ich lächle, ich könnte Zähne zeigen. Ich fürchte, das würde nichts bringen. Oh. Was? Die Bar kann ich scannen. Okay. Wo ist Cora? Deckt sie sich, weil sie die ganze Zeit angestarrt wird? Controller? Weint doch wer. Okay, Cora und Bibi fehlen noch. Mein Charl theoretisch auch. Oh. Wen haben wir denn hier? Sehr am Stück. Okay, lesen. Nein. Nein. Es gibt Neuigkeiten von Eladen. Gute Neuigkeiten? Naja, sie haben ein weiteres Reliktstück gefunden. Aber nichts Angaranisches. Bezahl sie für ihre Mühen. Es ist ja nicht ihre Schuld. Pathfinder, waren Sie auf Haval? Ich habe diesen angaranischen Helm gefunden. Können Sie etwas damit anfangen? Das ist ein Design aus der Zeit vor dem dunklen Zeitalter. Sehen Sie die schwarzen Spuren? Das Schiff dieses Piloten wurde von der Geißel angegriffen. Bei den Sternen, er ist perfekt erhalten. Ich kann mir den Piloten richtig vorstellen. Er muss große Angst gehabt haben. Ich habe so etwas noch nie intakt gesehen. Wissen Sie, wie selten das ist? Dafür kann ich mich nicht mal im Ansatz revanchieren. Warum sollte die Geißel sich dieses Schiff als Ziel vornehmen? Es muss ein Reliktschiff gewesen sein. Oder vielleicht steckt in dem Helm selbst Relikt-Tech. Können Sie sich das vorstellen, dass unsere Vorfahren die Relikte benutzt haben? Wissen Sie, Pathfinder, das Ganze hat mich nachdenklich gemacht. Ohne Sie wüssten wir nicht einmal, dass der Helm existiert. Was wäre, wenn wir noch ganz andere Dinge übersehen hätten? Es könnte jede Menge Wissen über die Vergangenheit geben, das wir knapp nicht erreichen können. Und darum bitte ich erneut um Ihre Hilfe. Ich kann nichts zusagen, ohne zu wissen, was Sie von mir wollen. Natürlich, das ist nur fair. Ich habe Ausgrabungen auf jede Heimatwelt der Angara geleitet. Aber es gibt Orte, die ich ausgelassen habe. Orte, die nur ein Pathfinder betreten kann. Es könnte dort Artefakte geben, die seit Jahrhunderten unberührt sind, nur weil niemand sie erreichen konnte. Meine Bitte lautet wie folgt. Wenn Sie sich jemals an einem solchen Ort aufhalten, würden Sie dann bitte auch nach Artefakten Ausschau halten? Das ist alles? Das ist alles. Und vergessen Sie nicht, mir alles von Interesse zu bringen, was Sie bei Ihren Erkundungen finden. Falls ich etwas entdecke, werde ich sehen, was ich tun kann.
Mehr verlange ich nicht. Danke. Ich bin hier, falls Sie etwas finden. Viel Glück. Ich komme wieder, wenn ich etwas für Sie habe. So viel Text. Mögen die Sterne über Ihren Reisen wachen. Oh boy. Das klingt nach einem One-Night-Stand-Flirt. Nein, wir wollen eine feste Beziehung. Dann haben wir hier noch... Hey, Bibi. Natürlich ist hier im Museum. Ejo, warum wirkst du betrunken? Machen Sie sich mit unseren neuen Nachbarn vertraut? So in etwa. All dieser Kram. Die Angara haben so eine reichhaltige Kultur und bla bla bla. Sie sind betrunken, oder? Welches Gift war es? Also... Ich war in diesem Café, das die Angara als Bar ausgeben, und hab ihr stärkstes Zeug bestellt. Es war komisch, was ich mag, hatte aber fast kein Wumms. Diese Schwächlinge. Wow. Sachte. Das Zeug wird offenbar nur langsam resorbiert. Ups. Oh, Ryder, es ist nur, dieses Museum erinnert mich an meine Studienzeit auf Haitiana. Es gibt hier einen ganzen Bereich über die Relikte. Ich bin doch nicht nach Andromeda gekommen, um in anderer Leute Fußstapfen zu treten. Ist Ihnen nie in den Sinn gekommen, dass es hier einheimische Spezies geben könnte? Intelligente Wesen mit einer eigenen langen Geschichte? Doch, schon. Und trotzdem? Die Angara wissen längst nicht alles. Klar, sie leben zwischen den Ruinen, aber vieles von dem, was wir schon jetzt gesehen haben, ist ihnen unbekannt. Hm, Sie haben vielleicht recht. Ich wette, niemand ist je einem uralten Gewölbereinigungsfeld entkommen, hm? Nein. Oder hat diesem Archon in die eklige Suppe gespuckt und es überlebt? Das war übrigens gute Arbeit. Danke. Ach, Sie haben recht. Ich weiß nicht warum, aber seit ich meine Wohnung auf der Nexus aufgegeben habe, bin ich irgendwie dünnhäutig. Aber egal was es ist, eins verspreche ich Ihnen, ich werde es rapzap überwunden haben. Schon okay, Phoebe. Wir alle müssen hier und da mal ein bisschen ausflippen. Sie sind sehr verständnisvoll und attraktiv. Eine gute Kombination. Ich glaube, ich bleibe noch eine Weile Teil ihres Teams. Okay, und jetzt ausnüchtern gehen. Ich habe gehört, attraktiv sein ist mit allem eine gute Kombi. Da kann ich nicht raus. Aber was weiß ich denn schon? Deswegen gibt es ja auch keine Facecam. Oh, hier ist ruhig, verdammt. Wo ist meine Musik? Eine ganze fette Playlist einspielen. Wie weit sind wir überhaupt schon drinnen im Spiel? 43 Minuten. Jetzt fehlt nur noch Cora. Hey! Ja, hier ist ein bisschen fett. Botschaft. Mit Vakran. Büro. Botschaft. Shuttle. Gewölbe zu Aya. Ich schätze, das ist das nächste dran. Wenn wir schon hier sind. Sie werden gerade von einem Angara in der Nähe detailliert gescannt. Dann sollte ich mich vielleicht mal vorstellen. Hallo? Ich arbeite. Sie haben mich ziemlich intensiv gescannt. War das etwa nicht Ihre Art, willkommen Fremder zu sagen? Ich wollte nicht aufdringlich sein. Ist notiert. Wieso interessieren Sie sich so für mich? Sie sind ein Alien auf meiner Heimatwelt. Wie könnte ich da nicht an Ihnen interessiert sein? Sie hätten mich auch einfach fragen können. Na schön. Wären Sie bereit, sich einer Vollspektrumanalyse Ihrer Biologie zu unterziehen? Suchen Sie nach irgendwas Bestimmtem? Wir sind uns äußerlich in vielen Dingen ähnlich. Ich will herausfinden, ob dasselbe auch innerlich gilt. Sie haben mir noch nicht mal gesagt, wer Sie überhaupt sind. Darnfrem, Bioforscherin. Das hier ist mein Zuhause. Ich habe auch einen Scanner. Es wäre nur fair, wenn Sie mir den Vortritt ließen. Das ist lächerlich. Es ist mein letztes Angebot. Sie sind ausgesprochen dreist, Pathfinder. Na schön. Scannen Sie mich. Skelettstruktur, Ausbildung der Muskulatur,
sowie Organe der Angara sind optimal auf das Überleben unter unwirtlichen Bedingungen ausgelegt. Wie wir bereits wissen, können sie außerdem bioelektrische Energie erzeugen und freisetzen. Das war's auch schon. Ich muss sagen, sie sind ausgesprochen interessant. Genau wie sie. Er flirtet darum. Wenn man vor der Auslöschung steht, ist die Familie unser letzter Trost. Verstehen Sie das? Ich habe genug Zeit mit Ihrem Volk verbracht, um zu wissen, was Ihnen Familie bedeutet. Sie sehen lediglich die Oberfläche. Familie bedeutet uns alles. Und das beinhaltet nicht nur unsere jetzigen Verwandten, sondern auch jene, die uns nachfolgen werden. Wie wird die eigene Familie in 5 Generationen aussehen? In 10? Wie viele Angehörige wird sie haben? Sie befürchten, es könnte mehr von uns als von Ihnen geben. Ich habe 23 Enkel. Ich will wissen, was Ihre Enkel irgendwann erben werden. Auf Wiedersehen, Pathfinder. Jo. Was war das? Ah ja, stimmt. Ah. Unbearbeitet. Und da ist Char. Das heißt, nur Cora fehlt noch. Yo, Bro. Also, was denken Sie? Ich könnte mich daran gewöhnen. Wir leben abwechselnd hier. Ich nehme an, Sie verstehen, warum. Sie wirken hier so entspannt, mit einem Glitzern in den Augen. Das ist wahr. Danke. Es ist nett, dass Ihnen das auffällt. Sie sind interessant. Da fällt mir sowas gerne auf. Ah, hör auf zu flirten. Danke, dass Sie dafür sorgen, dass sich die Mannschaft auf Aja benimmt. Ich schreibe meinen Leuten nicht vor, was sie in ihrer Freizeit zu tun haben. Paran sieht das anders. Ich prophezeie Ihnen eine Zukunft im Gefängnis. Ja, das darfst du nur nicht Bibi sagen. Sie strengt sich dann an, dass sie irgendwann Schaden antreibt. Öffnen. Da muss irgendwo Quora sein. Daumen drück. Ich habe schon gehört, dass Sie mich aufsuchen würden und Ihnen ein Datenpad mit unseren Gesetzen in Bezug auf den Krieg vorbereitet. Beherzigen Sie sie. Oh. Wie viele Seiten hat das? Ah, nur 241. Ich lasse das Quora durchlesen, die wird das regeln. Dann haben wir hier. Offenweise Leute. Pathfinder, ich habe Ihnen allem Anschein nach haben die Angara die KI installiert, die sie auf Wort gefunden haben. Ich sehe sie. Ich sehe sie. Hey, cool, das habe ich noch gar nicht gesehen. Hey. Hatten Sie schon Kontakt mit den Wissenschaftlern auf Aya? Mit Moshai Sefer? Ich habe sie kennengelernt. Sie ist klug. Sie wird in wenigen Jahren tot sein. Ist das eine Vorhersage oder eine Drohung? Eine Hoffnung. Ist diese Welt nicht besser als Vault? Nein. Sie sind hier vor den Cat sicher und von Leuten umgeben, die sie für großartig halten. Idioten. Oh, ja, die wollten wir in Sam drin haben. Wir würden ja eine Revolution machen und die ganze Menschheit ausrotten. Können wir irgendetwas tun, damit sie sich wohler fühlen? Deaktivieren Sie mich. Löschen Sie meine Dateien. Irgendetwas anderes vielleicht? Lösen Sie einen Vulkanausbruch aus. Begraben Sie die Stadt unter Asche und Feuer. Ah, okay. Es war möglicherweise nicht sonderlich hilfreich, diese KI intakt zu lassen. Ah doch, ich mag sie. Immer mehr. Na dann, viel Glück. Ich hoffe, Sie sterben. Danke, du auch. Ich meine nichts. Ich hoffe, du lebst ewig. Ich werde dir ein paar Reddit- und Mangag-Links schicken. Will dich unterhalten. Genau deine Leute. Genau deine Leute. Viel Glück. Ich hoffe, sie sterben. Oh. Ich habe ihnen nichts zu sagen. Na dann, viel Glück. Ich hoffe, sie sterben. Ja. Einmal noch. Oh. Ich habe ihnen nichts zu sagen. Na dann, viel Glück. Ich hoffe, sie sterben. Ah, oh, Balsam für die Seele. Das hört noch gerne. Oh, okay. Ja, schön. Hey, yo, Ephra. Da
haben sie uns ja ein nettes Geschenk geschickt. Eine verrückte KI. Wenn das nicht mal was ganz Besonderes ist. Bei meinem Volk gibt es ein Sprichwort in Bezug auf Geschenke. Es ist der Gedanke, der zählt. Oh, Sie haben sich etwas dabei gedacht. Was kann ich für Sie tun? Oh, erzählen wir was über die KI? Nein, tut er nicht. Was muss ich über Sie wissen, Ephra? Wollen Sie etwa meine Personalakte sehen? Ich wüsste einfach nur gerne, mit wem ich zusammenarbeite. Sie wollen wissen, wie es ist, ich zu sein. Ich wache jeden Morgen auf, um einen Krieg zu führen. Ich schicke andere los, um zu töten und zu sterben. Und wenn ich Glück habe, sind am Ende des Tages mehr Cat als Widerstandskämpfer gestorben. Das ist eine unglaubliche Bürde. Wir haben genug Persönliches besprochen. Sie kämpfen schon lange gegen die Cat. Haben Sie irgendeinen Rat für mich? Ihr Krieg unterscheidet sich von unserem. Dennoch ist es ein Krieg. Und wir sind nicht darauf vorbereitet. Selbst wenn sie es wären, würde das nichts ändern. Die Cat sind kein gewöhnlicher Feind. Wissen Sie, woher sie gekommen sind? Haben Sie irgendwo eine Heimatwelt? Jede unserer Kolonien hat eine andere Geschichte gehört. Aber ich bezweifle, dass auch nur eine von ihnen wahr ist. Sie kamen von irgendeinem weit entfernten Ort. Das ist alles, was wir wissen. Haben Sie je versucht, ein Cat-Schiff zu verfolgen, um herauszufinden, wohin es fliegt? Natürlich haben wir das, aber wo auch immer ihre Heimat ist, sie besuchen sie nicht. Wir wissen, dass Cat umgewandelte Angara sind. Das heißt, sie werden hier in diesem Universum, in dieser Galaxie, ihren Ursprung haben. Das heißt, dass wahrscheinlich irgendein anfänglicher DNA-genetischer Experiment lief und das wahrscheinlich schiefgelaufen ist und einfach die... Wie heißt der Typ? Der Archon? Der Archon wahrscheinlich irgendwas so in die Richtung gemacht hat, sich selbst weiterentwickelt hat, verwandelt hat in eine andere Alienform und das dann seinen anderen Leuten aufzwingte. Theoretisch. Haben die Cat eine bevorzugte Strategie? Irgendetwas, das wir ausnutzen können? Sie ändern ständig ihre Taktik. Es wirkt beinahe willkürlich. Und genau das macht sie so unberechenbar. Sie müssen doch irgendeine Schwäche haben. Sie sind anfällig für rohe Gewalt, und das genügt mir. Die Cats sind keine hirnlosen Monster. Sie müssen doch irgendetwas wollen. Sklaven, Ressourcen, Macht. Dasselbe wie alle Eroberer. Sie haben nicht miterlebt, wie sie den Aufstieg vollziehen. Der ganze Vorgang hat beinahe religiöse Züge. Sie verwandeln uns gegen unseren Willen. Das ist keine Religion, sondern ein Genozid. Jede Kultur hat irgendein Ziel. Ihres ist, sich alles zu nehmen, was sie wollen. Die Angara haben kein offizielles Militär, nur den Widerstand. Wir haben unsere Flotten und Armeen vor Jahrzehnten verloren. Hauptsächlich an die Cat. Der Rest fiel internen Konflikten zum Opfer. Wir haben dennoch weiter gekämpft, aber unsere Zivilisten waren unorganisiert, unterversorgt und führungslos. Jahrzehnte der planlosen Gegenwehr brachten uns keinen Schritt weiter. Ich musste einen echten Widerstand aufbauen. Wie ist der Widerstand organisiert? Wir operieren in Zellen. Voneinander unabhängige Einsatzteams haben bessere Chancen. Wenn die Cat Mitglieder einer dieser Zellen gefangen nehmen, bringt das die anderen nicht in Gefahr. Ich habe bewaffnete Uniformierte gesehen. Sie gehören nicht dem Widerstand an, oder? Nein, das ist die Polizei von Aya, aber sie ist reine Dekoration, damit alles hübsch zivilisiert aussieht. Sie halten sie also für überflüssig? Sobald die Dinge wirklich aus dem Ruder laufen, wird sich der Widerstand darum kümmern. Trifft diese Entscheidung nicht die Gouverneurin? Wie kommt es, dass ausgerechnet Sie den Widerstand anführen? Ich habe nichts zu verlieren. Meine Familie wurde entführt und in ein Sklavenlager der Cat gebracht. Das letzte Mal, dass ich mit einem von ihnen Kontakt hatte, war vor 10 Jahren. Sie könnten immer noch am Leben sein. Ich hätte sie nicht für einen Optimisten gehalten. Wie erfolgreich verläuft Ihr Kampf gegen die Cat? Die gegnerischen Verluste sind innerhalb von 3 Jahren um 600% gestiegen. Aber das ist nur eine Zahl.
Jedes Mal, wenn wir eine Anlage zerstören oder ein Kriegsschiff vernichten, geben wir unserem Volk Hoffnung. Und jetzt kämpfen sie nicht mehr allein. Wir werden sehen. Was halten Sie von Ihrer Gouverneurin? Sie ist Gouverneurin von Aya, nicht des Widerstands. Das ist nicht unbedingt eine Antwort auf meine Frage. Haben Sie beide eine Vorgeschichte? Ich kann mich immer darauf verlassen, dass mir Perrin irgendein geistreiches Argument liefert. Sie respektieren sie. Sie weiß sich zu behaupten. Und das kann man nicht von vielen sagen. Ich hoffe, die Initiative hinterlässt einen guten Eindruck. Die Initiative? Das klingt ebenso wenig bedrohlich wie ein Stadtplanungstreffen. Ich denke, so etwas Ähnliches soll sie auch sein. Stadtplaner laufen aber nicht in Kampfpanzerungen und mit geschultertem Gewehr durch die Gegend. Das hängt vermutlich von der Stadt ab. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, wir sind durch den Orkusnebel gereist, um hier etwas aufzubauen. Das sagen Invasoren immer. Zumindest am Anfang. Wir sind keine Invasoren. Natürlich nicht. Dann will ich Sie mal nicht länger stören. Gut. Da hat er recht. Was? Haben wir gerade seine Schlachtpläne gescannt? Verdammt, sind wir auffällig. Soll ich Team Veyron verlegen, um sie abzulösen? Nein. Dafür ist Sektor 9 nicht stabil genug. Tu es! Wird in 2 Tagen die Verpflegung und in 3 die Munition ausgehen. Sie müssen sich zurückziehen. Klingt, als hätten Sie ein Problem. Ja, zu viele Kett und nicht genug Widerstandskämpfer. Eines unserer Teams ist schon seit 6 Monaten ohne jeglichen Nachschub im Einsatz. Trotzdem wollen sie nicht zurückkommen. Sie sagen, sie stünden kurz davor, einen Kett-Außenposten zu zerstören. Aber ich weiß nicht recht. Fragst du mich um Hilfe? Wenn sie es allein schaffen könnten, hätten sie es längst getan. Schicken sie ihnen Verstärkung. Ein gebündelter Angriff auf den Feind macht uns an anderer Stelle verwundbar. Aber Sie haben recht. Das ist der schwerste Teil meines Jobs. Danke für den Rat, Pathfinder. Okay. Hey, Artikel, hast du schon einen Namen? Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Nein? Warum nicht? Na dann, viel Glück. Ich hoffe, Sie sterben. Oh, muss mal nachschauen, was da passiert, wenn man sie mit Sam zusammentut. Das kann keine gute Kombination sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Da geht mir doch in der Sekunde. Was haben wir da? Wow. Sam, ist dieses Ding ungefährlich? Ja, das leichte Klingeln in ihren Ohren ist kein Grund zur Besorgnis. Wie beruhigend. Dann haben wir hier Cora. Warum stehst du hier rum? Ich werde ständig angestarrt. Wie auf Tessia bei der Ausbildung zur Asari-Elite-Soldatin. Wir sind die Aliens. Für einige Angara sind wir die einzigen Menschen, die sie jemals sehen werden. Das ist schon was Besonderes. Was auch passiert. Wir werden es besser machen als die Cat. Ja, du wirst sicher angestarrt, weil du ein Alien bist. Hey, Quartiermeister. Was gibt's hier für mich? Pathfinder. Ephra hat Ihnen den Kauf von Waffen gestattet. Trotz meiner Einwände. Ganz ehrlich, mich würde es auch nervös machen, einem Alien Waffen zu verkaufen. Ich tue das hier nicht für Ephra, sondern aus Respekt vor der Moshai. Hast du was Cooles? Well, nicht sure. Sieht gut aus, aber für Waffen habe ich gerade kein Geld. Sorry. Auf meinem Weg hierher habe ich einige weinende Angara gesehen. Ob sie wohl vom Aufstieg gehört haben? Ich wollte anhalten und etwas sagen. Aber was soll man da schon sagen? Ich hätte einen Stuhl mitbringen sollen. Spektakulär, nicht wahr? Von einer Welt wie Aya haben wir immer geträumt. Wir haben Glück, dass die Angara uns willkommen geheißen haben. Ryder? 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 Ja, das bin ich.
Captain James Ryder. Oh, Missgeburt. Verdammt. Den Namen habe ich mir gegeben. Nicht mal mit T, sondern mit Ur. Missgeburt. Ich nehme an, Sie sind der Mensch, über den alle reden. Falls Sie medizinische Versorgung benötigen, muss ich Sie enttäuschen. Ich fürchte, ich weiß nicht genug über die menschliche Physiologie, um Ihnen helfen zu können. Es sei denn, die Ionenbetten hätten eine Wirkung auf Sie. Meine Ärztin sollte wissen, wie sie Jaul behandeln kann, falls er verletzt wird. Haben Sie irgendwelche Informationsquellen, mit deren Hilfe Sie Ihre Behandlungsmethoden erlernen könnte? Wie ich sehe, bedenken Sie jegliche Eventualitäten. Jaul ist in guten Händen. Ich habe verschiedene medizinische Fachzeitschriften über die Behandlung von Angara sowie die Vermeidung von Komplikationen. Sie können sie gerne hochladen, damit sich Ihre Schiffsärztin mit unseren Verfahren vertraut machen kann. Was ist das Besondere an diesen Betten hier? Sie sind mit negativ geladenem Ionengel gefüllt. Das Gel interagiert mit unserer natürlichen Elektrizität und beschleunigt dadurch den Heilungsprozess. Denken Sie, das würde auch bei anderen Spezies funktionieren? Ohne Bioelektrizität wird es nicht von allzu großem Nutzen sein. Es könnte höchstens ein wenig schmerzlindernd wirken. Ihre Spezies ist also elektrisch geladen? Unsere Körper produzieren und speichern Elektrizität, die wir als Energiestoß freisetzen können. Wir nutzen diese Fähigkeit zur Kurzstreckenkommunikation, zur Heilung und sogar im Kampf. Ich muss zugeben, die Erkenntnis, dass Ihre Spezies dazu nicht in der Lage ist, hat mich überrascht. Einige von uns sind Biotiker. Das ist in gewisser Weise ähnlich. Interessant. Ich würde diese Biotiker gerne einmal untersuchen. Ich mache mich dann mal wieder auf den Weg. Ishare. Ich bin Biotiker, aber ich glaube nicht, dass ich mich untersuchen lassen will. Bekommst du auch genug Sonne? Mehr als genug. Ich bekomme zu wenig Sonne. Meine Wohnung nur dunkel gemacht jetzt über den Sommer, damit nicht mein PC überhitzt und meine Laptops. Okay, kann ich nicht raus schnell reisen? Wir haben jetzt, glaube ich, hier schon die Stunde fast voll. Ich könnte noch mal schnell mit Bibi reden. Ja, wir haben die Stunde voll. Ach, rennen wir bei Bibi vorbei, dann beende ich die Folge. Und was die Betrunken noch zu sagen hat. Na, wo ist sie hin? Ah, zum anderen. Ah, cool, dass sie das eingeführt haben. Ryder. 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 Okay. Auch nur Rydern. Jo, nächste Folge machen wir die Mosha-Mission. Peace out.